Die Wall Street denkt sich, naja, wir machen jetzt einfach mal weiter, da fliegt gerade ein Hedgefonds in die Luft. Aber das ist natürlich ein Einzelfall. Dementsprechend machen wir uns da keine Sorgen und kaufen wieder ein bisschen. Aber wenn man sich die Sache mal genauer ansieht, dann ist das kein Einzelfall, sondern es wird gehebelt bis zum Crash. Und das, was wir jetzt mit Archegos gesehen haben, diesem Family Office, ist kein eigentlicher Hedgefonds, aber er verhält sich so wie ein Hedgefonds. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und wieso, das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Zunächst mal haben wir jetzt Gewissheit, was da eigentlich passiert ist. Und zwar hat hier Bill Wang, dieser asiatischstämmige Amerikaner, offenkundig Swap-Vereinbarungen gehabt mit Banken wie Nomura und Credit Suisse. Und dadurch hat er nur einen winzigen Teil dessen, was er am Markt bewegt hat, faktisch auch als Sicherheit hinterlegen müssen. Das bedeutet, dass Wang extrem stark gehebelt war. Und wir haben jetzt um und bei das Volumen 10 bis 15 Milliarden Dollar. Das Fünffache hat er faktisch am Markt bewegt, also so ja, 50 bis 75 Milliarden Dollar. Und das Interessante ist, dass er das über Swaps gemacht hat, und das hat zweierlei Vorteile. Der erste ist, es gibt keine regulatorischen Begrenzungen, weil das nirgendwo auftaucht. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns zunächst nochmal an, was dieser Mr. Wang eigentlich für eine Vergangenheit hat. Der ist schon mal verurteilt worden, rechtskräftig, musste über 30 Millionen Dollar zahlen, damals vor einigen Jahren. Ich glaube, es war 2011 oder 2013, also noch nicht so lange her. Da hat er offenkundig Insider-Informationen gehabt mit seinem Tiger Asia Fonds oder Hedge Fund. Da hat er von Investmentbanken Insider-Tipps bekommen, hat dann diese Werte, die zum Beispiel übernommen werden sollten, Firmen, die übernommen werden sollten, hat er frühzeitig gekauft, weil er vorher wusste, durch Insider, aha, da passiert eine Transaktion, hat sich da schnell eingekauft. Man ist ihm auf die Schliche gekommen und hat ihn dann verurteilt. Ist er ins Gefängnis gegangen? Nein, das passiert doch nicht bei solchen klitzekleinen, naja, wie soll man sagen, Kavaliersdelikten, oder? Aber dann hat natürlich erstmal der Adel der Wall Street, Goldman Sachs, hat gesagt, also mit dem machen wir keine Geschäfte mehr, gell? Auf gar keinen Fall. Und das Problem ist nur, man macht inzwischen wieder Geschäfte mit ihm, genauso wie JP Morgan, genauso wie die Deutsche Bank, genauso wie Nomura, genauso wie Credit Suisse. Also das hat nicht lange gehalten. Was ist ein Swap? Ein Swap, und darum handelt es sich ja bei den Aktionen, die hier Archegos gemacht hat, handelt es sich im Prinzip um Tauschgeschäfte. Nur tauscht man nicht ein Underlying aus, sondern man wettet im Prinzip auf irgendeinen Basiswert und tauscht aber dann andere Güter aus, zum Beispiel Staatsanleihen oder Sicherheiten, also Liquidität, Geld. Und das Interessante ist, dass diese Swap-Geschäfte OTC sind, Over-the-Counter. Die tauchen also nicht wirklich irgendwo auf. Die muss ich also dann auch nicht in 13F-Filings benennen. Also die Geschichten, wo Hedgefonds zum Beispiel normalerweise offenlegen müssen, welche Positionen sie haben, sondern das wussten offenkundig eben nur Nomura, Credit Suisse und alle, die eben mit Mr. Wang hier Geschäfte gemacht hatten, wussten überhaupt davon. Die Aufsichtsbehörden wussten das nicht. Die haben heute gesagt, ja, da werden wir mal ein bisschen eine Untersuchung machen, aber das sind sicherlich die Letzten, die davon erfahren haben. Das heißt, das taucht in Statistiken, die Hebelungen messen, also wie stark sozusagen das Eigenkapital in Relation zu dem ist, was man am Markt bewegt, taucht das alles gar nicht auf. Und jetzt schauen wir uns mal die offizielle Statistik an. Margin Debt aus dem Februar, das sind die letzte oder die jüngsten Daten, die aktuellsten Daten, die zur Verfügung sind, ist bei 813,7 Milliarden. Absoluter Höchstwert, war noch nie höher, und das ist nur der offizielle Hebel sozusagen, der an den Finanzmärkten eingesetzt wird. Ist also nur ein Teil davon, weil anderes über Swaps läuft oder über andere Instrumente, die eben nirgendwo wirklich offiziell auftauchen. Das ist das Interessante. Und dann gibt es noch jemand, der hier eine große Rolle spielen könnte. Das ist Cathie Wood mit ihrem ARK-Funds oder mit ihren ARK-Funds.
Und die hat jetzt am letzten Freitag etwas Erstaunliches gemacht. Man hat eine Art Zusatz verfasst zu dem Prospekt für diese Fonds und hat gesagt, ja, also wir werden ein paar Begrenzungen aufheben, dass wir zum Beispiel noch konzentrierter in bestimmte Titel reingehen können. Und Cathie Wood ist ja bekannt dafür, dass sie in unprofitable Tech-Unternehmen investiert, die aber dann natürlich eine ganz, ganz großartige Zukunft haben können. Also da will sie sich noch stärker engagieren in, das sind vorwiegend illiquide Titel, da ist nicht viel Liquidität drin und will da also noch mehr Gas geben. Das ist wunderbar, das ist ein weiteres Symptom dessen, was derzeit eigentlich läuft. Und wo ist das Problem? Das geht so lange gut, bis es eben nicht mehr gut geht. Und wir haben ja schon gesehen, aus ihren Fonds, nämlich den von Cathie Wood, da ist jede Menge Geld abgezogen worden, teilweise in den letzten Wochen. Und das ist genau das Problem, wenn die Anleger dann ihr Geld zurück wollen, weil zum Beispiel die Performance schlecht ist, weil diese Aktien nicht gut laufen, dann bekommt man Schwierigkeiten als Anbieter wie Cathie Wood, denn dann muss man noch mehr verkaufen, weil man ja die Anleger auszahlen will. Das ist also wie ein Schneeballsystem, das funktioniert gut, solange die Kurse steigen, gerade bei diesen illiquiden Werten, aber wenn dann die Leute ihr Geld wollen, das war damals auch bei Bernie Madoff der Fall, ich will die beiden nicht vergleichen, aber die Struktur war ein bisschen ähnlich, was sozusagen die Liquiditätssituation betraf. Dann muss man liquidieren in illiquiden Märkten und genau das ist das große Problem, das dann auftreten kann. Also das ist so ein Stück weit ja, die Achillesferse der Märkte, könnte man sagen, diese ganze Hebelung. Und Cathie Wood ist das Symbol, das Symptom dieser Hebelung im weitesten Sinne. Jetzt sagen Banker in Tokio, also das, was da jetzt passiert ist mit Archegos, das erinnert uns schon an Lehman, das war ein Lehman-Moment gewesen. Und das dürfte jetzt einige zum Nachdenken bringen, ob die Hebel, die da eingesetzt werden, zum Beispiel eben bei Nomura, bei Credit Suisse, bei allen anderen Banken, ob das nicht ein bisschen zu krass ist, ob man das nicht ein bisschen runterfahren muss, um sich zu schützen. Denn schauen wir uns mal an, was mit Nomura passiert ist heute. Die japanische Großbank mit dem größten Verlust in ihrer Geschichte, mindestens seit dem Jahr 1981. Und unten sehen wir die Credit Default Swaps für Credit Suisse, also Ausfallversicherungen, falls Credit Suisse pleite gehen sollte und nicht mehr bezahlen kann, die sind auch ziemlich explodiert. Also da hat das richtig reingehauen. Und das vor dem Hintergrund, wie Inside Paradeplatz hier schildert, eine sehr empfehlenswerte Seite. Insider aus Zürich, die dort sehr gut vernetzt sind, da scheint es so zu sein oder gewesen zu sein am Freitag, als ja da schon diese Liquidationen von amerikanischen Tech-Werten passierten, von chinesischen Tech-Werten passierten. Und das ist vielleicht der Hintergrund. Die chinesische Regierung hat ja gesagt, Jungs, ihr werdet uns zu mächtig, ihr Internet-Jungs da, diese Firmen wie Baidu, wie Tencent, denen müssen wir mal ein bisschen einen Denkzettel geben. Daraufhin wurden diese Aktien abverkauft. Archegos hatte sehr viel dieser chinesischen Tech-Aktien im Depot, hatte eben auch andere Aktien, die weit im Plus waren, wie eben diese Medienaktien, aber die musste man verkaufen, weil eben der Druck so stark war, der Margin Call so intensiv war durch den Fall der chinesischen Tech-Aktien, dass man auch diese Werte verkaufen musste, die dann wiederum selber massiv unter Druck kommen. Aber zurück zur Credit Suisse und Inside Paradeplatz. Da berichtet man, dass die Chefetage von Credit Suisse da wohl eine kleine Party gefeiert hat. So sagt man es. Man war sozusagen auf der Piste, wie es hier heißt, mit Beratern und PR-Leuten und Anwälten, hat da über die Greensill Pleite gesprochen, das ganze Desaster, was man da machen kann. Dann bekamen die Herrschaften offenkundig einen Anruf, oh, wir haben da ein Problemchen. Aber dann war es zu spät, um noch reagieren zu können. Also man sieht, die Credit Suisse ist immer ganz vorne dabei, wenn irgendwo was passiert. Und das ist genau eben jetzt der Punkt. Das wird andere zum Nachdenken bringen. Die werden sich sagen, hey, wir haben da Risiken in den Büchern. Die wollen wir so nicht mehr eingehen. Wir wollen, dass die Hedgefonds, dass andere institutionelle Player sich nicht mehr so stark bei uns hebeln können, wenn sie über uns irgendwelche Geschäfte machen. Denn das bringt uns selber in Gefahr. Siehe Nomura, größter Abverkauf seiner Geschichte. Und die Frage ist dann, solche Aktien, nämlich diese Medienaktien, Viacom, CBS oder Discovery, wie viel sind die eigentlich wert? Ist der vorherige Anstieg, der ja parabolisch ist, wie Sie hier in dem Chart sehen, ist der gerechtfertigt? Wir sind jetzt nach wie vor deutlich höher, immer noch, als wir eben vor diesem massiven Anstieg gewesen sind, der eben durch solche
Hebelungen zustande kamen wie die von Archegos. Da sehen wir also, wie krass die Märkte letztendlich agieren in vielerlei Hinsicht. Und Charlie Munger, der Partner von Warren Buffett, hat den richtigen Satz gesagt. Intelligente Männer, vor allem Männer, die gehen dann pleite auf drei Wegen. Entweder, weil sie trinken, zweitens, weil sie den Frauen verfallen sind und drittens wegen Leverage, also wegen Hebelung. Genau dieser dritte Punkt ist jetzt eingetroffen. Die beiden anderen Gründe weiß ich jetzt nicht, ob die auch zutreffen in diesem Fall, aber das scheint hier der Fall zu sein. Wie Sven Henrik hier richtig bemerkt, brauchst du in einer Situation, in einem Umfeld, wo die Notenbanken alles fluten, was nicht auf den Baum kommt, da wirst du gierige Leute finden, die können nicht genug kriegen, so wie eine Cathie Wood aus, nach meiner Sicht, oder eben auch Bill Wang von Archegos. Diese Leute wird es immer geben, die dann das Spiel bis zum Exzess betreiben und es geht eben so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Aber wenn es nicht mehr gut geht, dann sollten wir uns nicht wirklich wundern, dass es nicht mehr gut geht. Denn es war klar, ein solches Hebelsystem, das kann nur so lange funktionieren, wie es eben funktioniert. Irgendwann ist das Band so angespannt, dass es reißt. Und das haben wir heute in einem Fall gesehen. Aber ich denke, wie gesagt, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Wir sehen auf der anderen Seite aber jetzt schon Enthebelungen. Wir sehen, dass das Call-Optionsvolumen deutlich zurückgegangen ist in den USA. Das war ja ein wichtiger Treiber auch für die Märkte, weil Market Maker dann oft das Underlying kaufen mussten, etwa Tesla-Aktie oder was auch immer. Und wir sehen hier mal unten Apple Maps. Und eben das Call-Volumen, dann kann man sehen, dass das offenkundig mit Mobilität zu tun hat. Also die Leute sind in den USA wieder verstärkt mobil, mobiler als zuvor, sitzen also nicht zu Hause im Lockdown. Dementsprechend sinkt auch das Volumen dieser Calls, finde ich eine interessante Beobachtung. Wie eben auch die Situation jetzt, dass offenkundig die Biden-Administration sagt, ja, wir müssen wohl die Steuern doch kräftiger anheben, um unsere ein großes Programm zu finanzieren, weil wir ja 2 Billionen in die Infrastruktur stecken, man will 1 Billion in Beseitigung sozialer Ungleichheit stecken. Und hier sehen wir unten mal eine Grafik von Miss Tavi Costa. Der zeigt, was ist denn eigentlich der Spitzensteuersatz auf der einen Seite und wie schaut es aus mit der Verschuldung auf der anderen Seite. Die Verschuldung, die geht massiv nach oben. Weit über 100% jetzt des BIPs, über 80 Billionen die Gesamtverschuldung der USA, Haushalte, Unternehmensverschuldung, Staatsverschuldung, aber der Spitzensteuersatz ist nicht gestiegen. Da ist vielleicht eine Gap. Und hier sagt in Sachen Stimulus der ehemalige Chef der britischen Notenbank, Marvin King. Ja, also die Nachfrage wird doch sowieso wieder anziehen, wenn der Lockdown beendet ist. Warum schütten wir da noch massenweise Geld drauf? Das sorgt doch mindestens für Inflationsgefahr. Marvin King hat übrigens ein sehr interessantes Buch geschrieben als Notenbanker, der dann nicht mehr aktiv war. Das heißt, das Ende der Alchemie kann ich nur empfehlen. Und wir haben abschließend hier noch chinesische Exporteure starten jetzt offenkundig Preisanhebungen. Jetzt ist ja die Evergif aus dem Suezkanal wieder mobil, wie es aussieht, aber dennoch, das dürfte jetzt der Beginn sein einer Preisanhebungsorgie. Lieferkosten sind gestiegen, Materialkosten sind gestiegen, all das wirft die Frage auf, wie wird das erste Quartal wirklich ausfallen, was vor allem die Margen betrifft, weil die Inputkosten, also die Kosten zur Produktion so stark gestiegen sind und das bisher an die Verbraucher nur teilweise weitergegeben wird. Wir dürfen uns also als Verbraucher durchaus wahrscheinlich demnächst auf steigende Preise freuen. Das war's erstmal, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.